Und das ist eine ganz, ganz wichtige Lehre für uns. Das, was wir meiden, da müssen wir rein. Wenn wir das meiden, den Termin legen, die Empfehlung holen, was auch immer es ist, den nächsten Schritt in Ihrem Leben, was auch immer wichtig ist für Sie, laufen Sie nicht davon weg, weil es läuft hinter Ihnen her, es holt Sie ein und Sie bleiben in dieser Wolke des Schmerzes. Und das schmälert Ihr Selbstvertrauen. Ein ganz schlimmer Zustand. Wenn da etwas ist, vor dem Sie Angst haben, laufen Sie gerade rein, Sie sind ruckzuck durch. Das ist das Geheimnis der wirklich erfolgreichen Menschen. Gehen Sie auf das zu, was Ihnen Angst macht. Wenn Sie das ein paar Mal erlebt haben, dann wächst Ihr Selbstvertrauen. Dann kann Sie das nicht mehr zurückhalten. Das ist die letzte Lehre, die ich Ihnen noch geben möchte. Laufen Sie auf das zu, was Ihnen Angst macht. Lernen Sie das kennen, was Ihr Sturm ist. Und laufen Sie da durch. Und wenn Sie das tun, dann machen Sie immer aus Ihrem Leben ein Meisterwerk. Wenn wir uns bewegen wie ein anderer, fühlen wir wie der andere. Wenn wir reden wie der andere, seine Rede, da fangen wir an zu denken wie der andere. Was können wir anders besser tun, als zu fühlen und zu denken wie ein anderer? Dann werden wir ein Stück weit wie ein anderer. Zumindest habe ich mir das eingebildet. Und eins weiß ich genau, es hat mir sehr geholfen. Was ist die größte Kraft Ihres Lebens? Denken Sie mal einen Moment drüber nach, was könnte das sein? Sie haben sich alle mit Erfolg beschäftigt. Was ist die größte Kraft unseres Lebens? Kleiner Hinweis, Gesetz 1, deswegen steht es vorne. Es ist die Macht, Entscheidungen zu treffen. Es ist die Macht, dass wir jederzeit alles ändern könnten. Jederzeit alles ändern könnten. Das ist dann schon ziemlich gewichtig. Nicht unsere Bedingungen, das wissen Sie, bestimmen unser Schicksal, sondern unsere Entscheidungen. Welche Bedeutung geben wir einer Sache? Und das hat viel damit zu tun, welchen Fokus wir geben. Wenn wir auf Haben und Können konzentrieren, haben Dinge für uns eine ganz andere Bedeutung. Eine ganz andere Bedeutung. Nicht die Situation ist entscheidend, sondern die Bedeutung, die wir ihr geben. Nicht, wie viel Geld sie verdienen. Nicht, welches Malheur Sie gerade haben. Nicht, welche Katastrophe Sie erleben. Schauen Sie mal, was wir unterschiedliche Bedeutungen der Sache gegeben haben, Jürgen und ich, seiner Katastrophe. Er hat daraus eine Positionierung gemacht. Er hat gesagt, im Grunde genommen, das habe ich erlebt, war nicht gut, aber passt auf, meine lieben Freunde, wenn ich das schaffe aus der Situation, dann schaffst du es erst recht. Wie viele Menschen macht das Mut? Wer versteht das? Und jetzt muss ich dir eine ganz wichtige Wahrheit sagen. Die sage ich bewusst erst jetzt. Lesen bringt gar nichts. Lesen bringt gar nichts. Das wirst du sagen, spinnt der komplett? Er sagt doch die ganze Zeit, Lesen ist so wichtig. Und jetzt sagt er, Lesen bringt gar nichts. Die Wahrheit ist tatsächlich, Lesen bringt gar nichts, Komma. Der Satz muss natürlich weitergehen und dann heißt er, Lesen bringt gar nichts, wenn es nur beim Lesen bleibt. Darum ist es wichtig, dass du ins Handeln kommst. Du bist, was du liest. Lies gute Sachen. Und dann wirst du in wenigen Jahren eine sehr viel stärkere und wertvollere Persönlichkeit sein. Und ja, du wirst auch mehr verdienen, viel mehr. Aber vor allen Dingen wirst du mehr sein, du wirst stärker sein. Ich kenne niemanden, der nicht das Zehnfache verdient, das Zehnfache, nachdem er 10 Jahre lang jeden Monat 2 Bücher gelesen hat. Mein Tipp ist, haben Sie immer im Portemonnaie separat irgendwo 500 Euro dabei, so zusammengeknubbelt. Damit Sie erkennen, das ist separat, da gehe ich nicht dran. Das ist einfach für mich ein mentales Trainingsinstrument, dass ich mich daran gewöhne, viel Geld bei mir zu haben. Das gebe ich nicht aus. Was könnte dagegen sprechen, sowas zu tun? Man könnte beklaut werden. Sind Sie schon mal beklaut worden? Wer von Ihnen ist schon 2-mal beklaut worden? Das ist super. Statistisch wird man im Leben 2-mal beklaut, Ihnen kann nichts mehr passieren. Was könnte noch passieren?
außer beklaut werden. Wir können es verlieren. Was könnte noch passieren? Ja, ich könnte es ausgeben. Und was könnte noch passieren? Ich könnte es in der Hose vergessen und stecke es in die Waschmaschine. So, jetzt überlegen wir mal, welche Botschaft wir uns geben, wenn wir uns das sagen. Ich könnte beklaut werden, wir trauen anderen nicht. Ich könnte es verlieren, ich traue meinem Glück und dem Universum nicht. Ich könnte es ausgeben, ich traue mir nicht. Ich stecke es in die Waschmaschine, ich traue meinem Glück nicht. Sehen Sie, was das für verhängnisvolle Botschaften sind. Es fängt ganz einfach damit an, wir können unser Gehirn uns vorstellen wie ein Muskel, den wir mental trainieren können, wie ein Bizeps, wenn wir pumpen. Das können wir machen, indem wir einfach viel Geld mit uns tragen. Das ist dann unsere mentale Hantel. Reich werden Sie, indem Sie sagen, von jeder Gehaltserhöhung spare ich 50%. Von jeder Gehaltserhöhung spare ich 50%. Wenn Sie also sagen, ich verdiene 4.000 Euro, spare 20%, sind 800 Euro. Jeder verstanden, ja? Okay. Jetzt verdienen Sie irgendwann mal, wir machen einfach mal einen Sprung, 8.000. Und von den 8.000 haben Sie ja 4.000 zusätzlich verdient, davon müssen Sie 50% sparen, sind 2.000. Jetzt sparen Sie nicht mehr 800, sondern 2.800. 800 weiter wie bisher für die ersten 4.000, für die zweiten 4.000, 50%, also 2.000, 2.800. Sehen Sie, wie viel schneller Sie jetzt an Ihr Ziel kommen. Und wenn Sie die 8.000 verdoppeln auf 16.000, dann sparen Sie plötzlich wie viel? 6.800. Jetzt macht es langsam Spaß. Und lernen bedeutet, ich kann eine Unterscheidung treffen. Also was ich vorher gar nicht begriffen habe, dass man es anders machen könnte, das verstehe ich jetzt. Ich habe so viel gelernt, dass ich schon spüre, ob das, was ich gerade mache, was ich also gerade übe, ob ich das gut mache oder nicht. Ich spüre dann auch, was ich besser machen könnte und auch besser machen sollte. Dieser vierte Schritt, der ist so unglaublich wichtig. Niemals etwas lernen, das uns nur mehr Wissen gibt, sondern immer straßenschlau lernen. Und straßenschlau lernen ist Wissen plus Übung gleich Können. Wissen plus Übung gleich Können. Das ist die Formel, ich sage es dir nochmal. Wissen plus Üben gleich Können. Am besten murmelst du das mal mit. Wissen plus Üben gleich Können. Lernen hat nie Sinn, wenn wir nur etwas wissen wollen. Lernen macht nur dann Sinn, wenn es dazu führt, dass wir etwas können. Das ist der wichtigste Satz übers Lernen. Wissen plus Üben gleich Können. Lernen macht nur Sinn, wenn es dazu führt, dass wir etwas können. Es gibt zwei Gefahren immer, wenn wir reicher werden. Zwei Gefahren gibt es und keiner von ihnen ist da frei. Welche zwei Gefahren könnten das sein? Geiz und Gier steht nämlich da. Gier und Geiz. Und Gier und Geiz haben immer ihre Ursache in der Angst. Wenn ich nämlich nicht ängstlich bin, muss ich nicht geizig sein, muss ich nicht gierig sein. Also ganz tief durchdacht ist es immer eine Folge der Angst. Und es ist wichtig, dass wir nicht, nur weil wir reicher werden, Opfer von Gier und Angst und Geiz werden. Es kann doch nicht sein, dass dieser Traum, diese Möglichkeit von der Angst zerstört wird. Die reale Gefahr, ja, das ist was anderes. Da haben wir drüber gesprochen, über die reale Gefahr, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. Da müssen wir drüber nachdenken. Haben wir im ersten Tipp drüber gesprochen. Aber die Angst, die ist ja nicht real. Auf Englisch heißt Angst Fear. Das steht für False Evidence Appearing Real. Also, wir finden falsche Beweise, um Angst zu haben. Wir machen uns etwas vor, wie wir visualisieren etwas, das gar nicht Realität ist und wahrscheinlich auch niemals Realität werden muss. Wichtig ist, dass wir dieses Verhältnis von Angst und Möglichkeit umdrehen. Wenn wir Angst haben, dann haben wir eben gesagt, fünfmal mehr Angst als Freude vor dem Ergebnis, vor dem Ereignis selbst. Und wir müssen es schaffen, dass wir fünfmal mehr Freude haben für das Ereignis, Vorfreude, als Angst.
Deine Angst zu versagen darf nie größer sein als deine Angst, es nicht versucht zu haben. Wie gesagt, Herr Schäfer, es geht nicht darum, dass Sie Millionen machen. Es geht darum, dass Sie Millionär werden. Es geht darum, welcher Mensch Sie in dem Prozess werden, dass Sie stark sind, dass Sie anderen helfen können, dass Sie eine wirkliche Persönlichkeit werden. Das habe ich alles damals nicht verstanden. Das ging mir alles über den Kopf. Und dann hat er aber etwas gesagt, das hat mich erreicht. Er sagte, Herr Schäfer, das Leben ist zu kurz, um unbedeutend zu sein. Das Leben ist zu kurz, um unbedeutend zu sein.